Geprägt werden wir von Dingen, die uns beeinflussen. Das heißt, wenn man eine Gesellschaft zum Guten entwickeln will, muss man an der Gesellschaft immer wieder auch Veränderungen vornehmen. Eine Gesellschaft, die sich nicht verändert, ist eine konservative Gesellschaft, ist eine Gesellschaft, die sich nicht an den Herausforderungen der Zeit anpasst. Ich möchte es jetzt nicht an Ihrem Beispiel machen, bewusst nicht, weil es immer doof ist zu sagen, an den Beispielen einer bestimmten Gruppe. Ich möchte es gerne an meinem Beispiel machen. Das dann kommt auf selbe Ziel hinaus, aber es erleichtert Ihnen jetzt in der Rolle zu sehen, zu sein, dessen die jetzt Hilfe, Unterstützung brauchen, sondern ich mache es mal in meiner Rolle, als jemand, der dann mal nach Deutschland kam, auch Hilfe, Unterstützung brauchte. Als ich nach Berlin kam, kam ich nach Berlin als sechstes von 9 Kindern eines Gastarbeiters, der seit 1962 in Berlin lebte, Marwan Saleh, mein Vater, Gott hab ihn selig, der nach Berlin kam, also nach Stuttgart, nach Berlin, weil Deutschland nach dem Krieg kaputt war. Er kam hierher, um zu funktionieren. Er war Arbeiter. Ich hatte vor ein paar Tagen das Glück, einen Cousin meines Vaters jetzt wieder zu treffen. Er ist 84 Jahre jung und da hat er mir die Geschichten erzählt, als sie zusammenkamen in Stuttgart, wie sie dann nach Berlin kamen, wie das Willkommensein damals war, wie sie in Berlin ankamen, wie es damals so war, dass man in Berlin und in Deutschland arbeiten musste. Man hatte eine Anonymität. Man war im Grunde genommen als Arbeiter hier, man hat hier gearbeitet, man hat gesagt, man spart Geld, geht dann irgendwann in die Heimat zurück und dann hatte man nicht wirklich Teilhabe in der Gesellschaft gehabt, weil Teilhabe heißt im Grunde genommen kulturelle, politische und soziale Teilhabe war nicht viel. Sie lebten mehr unter sich, sie hatten unter sich die Beschäftigung, no problem, und hatten die ganze Zeit im Grunde genommen eine Art eigenes Leben. Man hat gespart für die Familie, man hat abends Fladenbrot gegessen mit Sardinen, mit Olivenöl, mit Oliven. Man hat an sich gespart, damit die Familie später es besser geht. Später hatte mein Vater erkannt, dass die Kinder in Klado am Friedhof, am muslimischen Friedhof, und ist damit jetzt quasi Teil der deutschen Erde. Er ist hier zu Hause, er ist hier begraben worden. Hat hier seinen Lebensabend verbracht, und zwar in Berlin. Warum sage ich das? Weil immer die Frage der Haltung wichtig ist. Eine Gesellschaft ändert sich. Eine Gesellschaft, die sich nicht ändert, ist keine gute Gesellschaft. Und Deutschland hat sich geändert. Deutschland ist insgesamt ein gutes Land. Andere Menschen aus Palästina, die nach Saudi-Arabien gingen, sind bis heute Ausländer in Saudi-Arabien. Bis heute. Sie leben ihr Leben dann dort, arbeiten, kriegen keine Rente. Wenn sie in die Rente kommen, werden die zurückgeschickt in ihre Heimat und kriegen keine Unterstützung und nicht mal einen Aufenthalt. Sie kriegen keinen saudischen Pass. Deutschland ist anders. Deutschland sagt, wenn man die Möglichkeit hat, hat man die Möglichkeit, hier aufgenommen zu werden. Man kann hier einbringen, jeder kriegt dasselbe Geld. Man kriegt dieselbe Kindergeld. In Saudi-Arabien, in anderen Ländern ist es nicht so. Da kriegen die Einheimischen Geld, die Gäste kriegen kein Geld. Sondern hier ist es so, jedes Kind wird gleichmäßig gesehen, Schulplätze, Kita-Plätze. Trotzdem gibt es natürlich Rassismus, trotzdem gibt es Vorurteile, trotzdem gibt es vieles, was uns stört. Aber insgesamt ist der Weg in Deutschland ein richtiger Weg, dass man selber auch in die Politik gehen kann. Mein Vater hat es nicht erlebt, dass ich in die Politik gegangen bin. Hätte er es erlebt, wäre er sehr stolz. Meine Mutter ist sehr stolz. Das heißt, zu sagen, damals als Gastarbeiter hergekommen, mit gebrochenem Deutsch, dann zu sagen, mein Sohn wird irgendwann der Chef der SPD in Berlin, der Chef der Fraktion, ist unvorstellbar, unvorstellbar, unvorstellbar. Aber heute wäre er mega stolz, glaube ich. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Gesellschaften sich verändern. Damals noch Gastarbeiter, dann Gastarbeiterkind, dann Ausländer, dann Ausländerkind, dann Migrant, dann Migrationskind, dann Mensch mit Migrationshintergrund, dann Kind eines Menschen mit Migrationshintergrund, dann Deutscher mit Einwanderungsbiografie, dann Mensch, People of Color. Also was kommt als nächstes? Also das Ziel muss sein, am Ende zu sagen, wir sind eins. Ich möchte keine Stigmatisierung mehr. Also es kommt immer, aber es ist eine gute Entwicklung. So. Also, es hat sich entwickelt. Ja. Heute sagt keiner mehr, da habe ich schon Ausländer gesehen. Also es hat sich geändert. Das ist eine Änderung in der Nomenklatur. Und deswegen ist Deutschland
Also mit anderen Worten, war Presse gewesen, dass wir heute ein bisschen Arbeitsverkehr ist. Deswegen, also Deutschland ist ein gutes Land, das entwickelt sich in eine gute Richtung. Jetzt haben wir mittlerweile Menschen, die hier geboren werden, muslimischen Glaubens. Es gibt mittlerweile Islamunterricht an den Schulen. Es gibt Synagogen, es gibt Moscheen. Andere Länder erlauben keine Kirchen oder keine Moscheen oder so. Also die Entwicklung ist gut. Und weil die Entwicklung gut ist und weil wir alle Deutschland schätzen und lieben, wollen wir, dass es besser wird. Das heißt, wir müssen sehen, wo ist es noch nicht sehr gut? Wo gibt es noch Bedarf? Und bei Menschen mit afrikanischen Wurzeln oder schwarze Berliner gibt es Nachholbedarf. Ganz einfach. Ganz einfach. Es gibt den Bedarf. Auch bei anderen Gruppen übrigens. Aber es gibt den Bedarf. Und deswegen wäre meine Bitte, weil ich nämlich gleich los muss, meine Kinder heute nicht gehen. Ich war heute hier bei Rebecca und ihrem Team und ich muss sagen, ich bin begeistert. Was ich hier erlebt habe, ist heute Engagement pur, Engagement von Menschen, Berlinerinnen und Berliner, die sagen, uns gibt es in der Gesellschaft, wir wollen mitreden, wir wollen Positionen formulieren, wir wollen helfen, wir wollen uns vernetzen, wir wollen da sein für andere. Ich bin beeindruckt, was hier wirklich auch geleistet wird. Das Engagement dieser Menschen, Rebecca und ihr Team, ist einfach großartig. Das sind Menschen, die in Berlin zu Hause sind, die in Deutschland zu Hause sind, die in Spandau zu Hause sind. Das sind Menschen, die das Land prägen, dieses Land gestalten, die dieses Land bereichern. Ich bin froh und dankbar, dass ich heute hier sein dürfte bei diesem Termin. Ich bin beeindruckt, nehme ganz, ganz viele Eindrücke mit und auch ganz, ganz viele Aufgaben mit und freue mich sehr, wenn wir den Kontakt halten können. Vielen Dank, dass es euch gibt. Dankeschön. Thank you.